Ich wollte euch von meiner Erfahrung eine Woche Fasten erzählen. Also ich habe schon, das war jetzt das vierte Mal in meinem Leben, wo ich gefastet habe. Also wenn alles so einfach wäre im Leben, mein lieber Scholli, also ich habe vor einem Internetrouter einrichten, habe ich auf jeden Fall mehr Respekt als vor einer Woche nichts essen. Und warum sollt ihr das unbedingt machen? Ihr seht doch alle jeden Tag die Selfies im Fitnessstudio. Ich denke immer, dass die Fitnessstudios bloß noch dafür da sind, um sich vor dem Spiegel zu fotografieren. Sondern halt auch einfach wirklich mal wirklich was für sich machen halt, ja. Und das ist halt, da ist halt Fasten eine total gute Möglichkeit. Ich will gar nicht so sehr auf den gesundheitlichen Aspekt eingehen. Da könnt ihr euch halt tausend Sachen angucken und durchlesen. Irgendwie so ein bisschen die mentale Geschichte. Vor allen Dingen für Leute, die halt Allergien haben, ist es sehr spannend, weil die Allergien können jedes Jahr besser werden. Halt, also viele meiner Freunde fasten jedes Jahr eine Woche. Ist immer ein bisschen schwierig, sich die Zeit dafür zu nehmen. So viele argumentieren dann, dann kann ich nicht arbeiten gehen. Ihr sollt natürlich auch nicht arbeiten gehen, weil also ihr könnt schon immer das machen, was ihr macht halt. Ja, es gab mal einen Marathonläufer, der gefastet hat. Der ist halt jeden Tag 40 Kilometer gelaufen. Dann ist er beim Fasten halt auch jeden Tag 40 Kilometer gelaufen. Ich habe hier mal auf die Uhr geguckt. Ich habe hier tatsächlich halt auch 14 Stunden pro Tag, also nicht jeden, also die letzten Tage, 14 Stunden pro Tag gearbeitet. Halt also hier im Haus, so ein bisschen da ein Wischiwaschi, da ein bisschen Wischiwaschi halt. Weil das Rumsitzen kann natürlich schwer sein. War es für mich diesmal auch gar nicht in der Küche, war es irgendwie auch nicht schwer. Ich habe dann die Brettchen eingeölt und also es war, also wenn alles im Leben so einfach wäre wie Fasten, ey. Aber ich bin halt ein schlechtes Beispiel. Viele haben einfach unheimlich Angst davor halt. Ja, und klar, wenn ich hier morgens einen Spaziergang mache und habe nichts gefrühstückt und die Unterzuckerung kommt auf dem Spaziergang, dann sind das unheimliche Schmerzen oder unheimlich unangenehm. Aber beim Fasten, wenn ihr es jetzt eine Woche macht, so, dann führt ihr halt, also ich würde sagen, führt halt ab, aber ihr müsst halt nicht vorher abführen. Wenn der Darm einmal leer ist, dann ist der Einstiegstag, also wenn der gepackt ist, ey, es gibt halt wohl die Fastenkrise nach 3 Tagen, so, die gab es bei mir jetzt auch nicht. Also es war, also so harte, ich wollte eigentlich noch einen Baum abschneiden, das habe ich jetzt nicht gemacht halt. Also die ersten 3 Tage war ich noch ein bisschen angeschlagen halt auch von der Erkältung. Und man muss es ja auch nicht übertreiben, aber man kann halt so rumlaufen. Also es ist echt super und vor allen Dingen halt so, diese, wenn ihr halt wisst, so, Mann, yo, wie haben wir denn 1 Million Jahre Entwicklung oder halt 100.000 Jahre Entwicklung, streitet euch drüber, wir wissen es nicht, es ist schokoladenegal, es ist halt sowieso unvorstellbar viel, nicht indem wir halt jeden Tag 3-mal hochverarbeitete Lebensmittel gegessen haben halt, ja, also der Körper ist dafür da, der kann das halt, wenn ihr gesund seid, so, wenn ihr krank seid natürlich auch, aber da kann man jetzt, da treffe ich jetzt hier keine allgemeinen Aussagen halt, ja, aber für gesunde Menschen auf jeden Fall halt, ja, unbedingt macht das halt, ja. Einfach so, ihr könnt so viel über euch selbst lernen halt und das wünsche ich einfach jedem. Schlechte Gewohnheiten beenden halt so, wir reden immer nur mit was wir alles aufhören wollen und in diesem Moment, wo ja nichts mehr da ist, so habt ihr sowieso alles beendet. Dadurch sind halt schlechte Gewohnheiten unheimlich gut auszuschleichen, so es gibt halt kein Kaffee, es gibt kein Bier und also all die Sachen, die ihr konsumiert, von denen ihr halt wegkommen wollt, so. Und der Körper, der fühlt sich halt pudelwohl, weil der nicht mit der Verdauung kämpfen muss. Dadurch sind halt all eure Laster, sind halt in der Zeit, wo ihr, also bei mir halt sind alle Laster relativ undramatisch. So meine Laune, so ist natürlich, könnte doch ein bisschen besser sein, so. Das merke ich so beim Hunter, die schieb's jetzt mal auf die Unterzuckerung oder was auch immer halt, ja. Aber ihr seid halt erstmal alles los und wenn ihr danach wieder startet, man, so, das ist natürlich voll das Highlight, denn erstmal wieder was zu essen. Und deswegen empfehle ich das wirklich, wirklich, wirklich sehr halt, ja. Also, ich kann, alle, die irgendwas von mir wollen hier, was soll ich machen, mir geht's schlecht, sage ich so, ja, fast erstmal eine Woche, dann reden wir weiter. Einfach, um selbst mal ein bisschen Schneid zu haben. Und wir sind ja auch so konditioniert, wir stopfen halt von morgens bis abends die Sachen sinnlos in uns rein. Die Wissenschaftler erzählen uns, dass wir 2500 Kilokalorien brauchen. Völliger Quatsch halt, ja. Völliger Humbug.
Also, das, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr halt 21 Tage zu Hause alleine, sage ich mal, Wasserfasten machen. Das ist so die Obergrenze für privat halt. Und da, wenn es halt weiter hinausgeht, dann ist es mit ärztlicher Begleitung halt, ja. Die Arten des Fastens sind halt, ich habe endlich das endlich ein deutsches Wort gelernt. Hier, Props gehen raus an meinen Freund Osteopathen. Scheinfasten, also intermittierendes Fasten, das gibt es halt einmal, da mal diesen 8 Stunden Essen und 16 Stunden nichts essen halt, das ist ja da wirklich medial unheimlich durch den Kack, also unheimlich, ich könnte es nicht mehr hören halt, ja, intermittierendes Fasten, aber ist so für den Alltag ziemlich gut. Meine Nachbarin macht jetzt hier einmal die Woche 36 Stunden Fasten, huiuiuiui. Aber da habt ihr halt, also ich kann das halt nur aus der Chemotherapie-Therapie erzählen halt. Da ist es halt so, der Körper merkt natürlich irgendwann, dass was nicht stimmt. Und die Zellen gehen so nach 2 Tagen oder so, gehen die gesunden Zellen, gehen alle so, was ist denn hier los, in so einen Schutzmodus halt, ja. Und wenn ihr dann die Chemotherapie kriegt, dann sind die gesunden Zellen in so einem Schutzmodus und die kranken Zellen können das halt nicht. Und deswegen funktioniert das in Kombination mit Chemotherapie sehr gut halt. Aber wie gesagt, unsere Ärzte, da traut sich keiner, die sagen, wir müssen noch forschen. Naja. Also wie gesagt, ein Freund hatte da, also viele Freunde haben da sehr positive Erfahrungen halt. Siehst du natürlich nach so einer 6-wöchigen Behandlung, dann siehst du natürlich ganz schön krass aus, wenn du dann jedes Mal vor jeder Variante dann immer noch mal 2 Tage fastest. Aber es bringt halt noch mal Pluspunkte halt. Das ist einfach so. Also das haben auch, sage ich jetzt nicht aus irgendwelchen Dokus, sondern das haben mir irgendwelche Ärzte erzählt. Aber naja. So, dann gibt es halt fürs erste Mal, würde ich sagen, macht halt Saftfasten, weil dann hat man halt so morgens einen kleinen Gemüsesaft und abends einen kleinen Früchtesaft und mittags macht man sich so eine Schüssel mit heißem Wasser und macht so einen Teelöffel Brühe rein. Und dann hat man so einen, kann man halt so ein bisschen Geschmack schlürfen. So. Ich glaube, das ist fürs erste Mal, um da so ein paar Highlights zu haben, ganz gut halt. Ja, aber dann beim zweiten Mal, also im zweiten Jahr, macht es auf jeden Fall nicht mehr, weil das Ding ist, Zucker und Salz soll halt auch weg in der Zeit halt, ja. Deswegen ist eigentlich Wasserfasten gut. Beim letzten Mal war ich so hoch motiviert, jo, jetzt machst du Wasserfasten. Und dann habe ich gedacht, ach, also ich kann ja überhaupt kein Wasser, völlig widerlich, Wasser pur zu trinken. Und jetzt habe ich halt Teefasten gemacht halt, dann gibt es so ein bisschen Geschmack halt, ja. Mich hier so ein bisschen zu trösten gab, sogar Muckefuccaro-Kaffee ist irgendwie ja hoffentlich auch nichts drin, ey. Also auf der Packung steht, dass nichts drin ist. Um irgendwie noch so ein bisschen Highlight zu haben. Und jetzt freue ich mich halt erstmal, Kaffee noch einen Monat wegzulassen, auf jeden Fall, dass man das halt ordentlich ausschleicht, weil wenn wir es nicht weglassen, dann merken wir immer nicht, was es mit uns macht halt, ja, und wie stark diese Dinge sind halt. Und von daher ist das halt einfach eine gute Sache. Nehmt euch dafür ein bisschen Zeit, der Sommer ist ein bisschen besser, geht halt viel spazieren, macht es halt mit wem zusammen, so könnt es natürlich auch, ist immer ein bisschen schwieriger, wenn jetzt hier Leute denn noch in eurer Wohnung kochen, wenn ihr fastet, so. Ich war jetzt alleine halt, hab denn die Jungpflanzen, die Samenkörner eingesät und dann halt auch, dann war es halt dann auch wirklich furchtbar, also unheimlich aktive Tage und volle Energie und ich habe halt immer keine Fastenkrise, so von daher bin ich ein schlechtes Beispiel. Aber ja, empfehle ich auf jeden Fall ganz dolle und das habe ich jetzt schon oft genug gesagt, genau. Macht mal den Daumen hoch, lasst ein Abo da und das Herz rot.